Das hier noch zu Ende schleifen. Und weg damit. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video von VR Wall. Ja, heute spielen wir VR Luge. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es hört sich lustig an und es gibt einen lustigen Ball. Also werde ich auf Auffahren drücken. Und Zeit fahren. Und dann... Achtung, Gefahr. Hui! Ja, toll. Ich mach mal ein bisschen Licht hier. Bisschen etwas weiter nach oben hier. Nach oben, nach oben, nach oben. Na bitte nicht. Achtung, Gefahr. Wo lauert die Gefahr denn? Ich hab keinen Kopf. Zumindest habe ich keine Tutorial gesehen. Ah! Bumm, kaputt. Was soll ich dazu sagen? Zeit 2 Minuten 13 Sekunden und 44 Millisekunden. Ich würde mal sagen, für die erste Runde gut. Ich bin unter den Top 600. Genau. Und nee, bin ich gar nicht. Ups, Topf 700 meine ich. Oder Topf 750. Oder 650. Hilfe. Spielmodus auswählen. Zeitfahren. Nächtliche Raserei. Klingt illegal. Steuern, Kopf neigen. Niu. Nächtliche Raserei.
Okay, da ist ein Hai. Dumbi, dumbi, dumbi. Erstmal Geschwindigkeit aufbauen. Wenn ich genau in der Mitte fahre, dürfte ich eigentlich gar nicht überfahren werden können, ne? Also. Das. Ich nehme mein Tempo auf. Hui! Oh Gott! Warum auch nicht, ne? Schon kann ich. Und schon baue ich Geschwindigkeit auf, oder auch nicht? Da liegt ein, fliegt ein hässlicher als Luftballon. Das Einzige, was man hier machen muss, ist die Geschwindigkeit aufnehmen und nicht überfahren werden. Was ich meistenteils nicht schaffe. Und ich dadurch Geschwindigkeit verliere. Aber ich ist gleich, oh Gott, geschafft habe. Alles klar, 2 Minuten 4. So. Unter Top 400. Und ja, Baustellenritt. Baustellenchaos. Und ich schwebe in der Luft. Noch mehr hässliche Heißluftballons. Sieht aber nicht schön, so schön aus wie gerade eben. Erstmal durch die beiden durch. Easy, easy. Oder auch nicht. Ui, Hilfe. Erster Checkpoint erreicht. Ich besitze immer noch keinen Kopf. Okay. Ich wette, gleich kommt ein Auto in die Ecke. Hab ich nicht gesagt. Die Strecke kenne ich allerdings noch nicht. Ja, auch nicht. Außer ihr kennt dieses Spiel und habt das schon durch. So. Hauptsache, ich nicht überfahren werden. Wir sind schon über 150 Stundenkilometer schnell. Vielleicht schaffen wir auch die 200. Man weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Denn da vorne ist das Ziel. Und
2 Minuten 1,35 Millisekunden. Top 350. Oh. Und die letzte Fahrt für heute. Ja, toll. Okay. Teuflischer Ritt. Das ist nicht schön. Ja, das ist 100% teuflischer Ritt. Weil jetzt sind wir wieder unter 100 km/h. Und hier sind Sprühe. Also nicht Sprühe. Hier sind Blitze, genau, Funken. Nach diesem Wort habe ich gesucht. Explosions! Und wir haben die 200 km/h für kurze Zeit erreicht. Mist. Oh, LKW. LKW springen viel. Ich nehme Fahrt auf. Und schon wieder. Und schon wieder. Und jetzt halte ich auf. Nehme Fahrt auf. Werde überfahren. Und kann ich mich steuern. Hui. Oh, über 200 km/h. Teuflischer Ritt, hallo? Wieso mache ich das jetzt normal? Achso, ich bin so abgecrashed, dass ich das ganz normal machen muss. Schade. Aber egal, dann machen wir halt das normal. Hauptsache, wir haben 200 km/h erreicht. Dann haben wir das Level gleich schon geschafft. Ich glaube, das ist das kürzeste Level. Von allen. Und gleich kommt die Explosion. Oder? Achso, die kommen nicht nochmal. Ja. 45 km/h niemals ist das 45 km/h. Hä? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Steuern, das ist kein Replay. Und eigentlich bin ich schon locker.
100 km/h. Locker. Aber irgendwie will das nicht. Hallo? Hat es jetzt funktioniert? Ah. Okay. Wow. Top 900. Okay, ich werde das Video hier beenden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.